Wunderschönen guten Abend zusammen. Heute hier zum Webinar Forex Screener Trades finden mit Mark Screening, natürlich mit Manuel Lücke. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich hier zum Webinar begrüßen. Ich bin gespannt, was der Manuel uns heute Abend zeigen wird. Ich glaube, es werden ziemlich viele spannende Sachen dabei sein. Bevor ich jedoch den Bildschirm an den Manuel übergebe, müsste ich einmal den Risikohinweis mit Ihnen besprechen. Das ist ganz wichtig vorm Start. Ganz wichtig, das Webinar dient nur zu Informations- und Schulungszwecken und im Endeffekt müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, verstehen Sie jetzt, egal was Manuel gleich tut oder sagt, das Ganze auch nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Das ist ganz wichtig. Manuel, wenn du bereit bist, würde ich den Bildschirm an dich einmal übergeben. Ja, gerne. Ich bin bereit. Okay, perfekt. So. Ich begrüße natürlich auch nochmal die Runde und dich, Manuel, natürlich auch im Namen von FX Flat. Ja, muss ja gesagt sein. Ja, vielen Dank. Ich hoffe mal, dass man meinen Bildschirm jetzt auch sieht. Ich sehe deinen Bildschirm auf jeden Fall schon mal. Okay, das ist sehr gut. Ja, dann heiße ich natürlich alle zusammen auch nochmal herzlich willkommen zum Webinar Forex Screener, Markt Screening. Und ja, ich hoffe, es geht Ihnen allen gut. Heute Abend wird es eben wieder darum gehen, so ein bisschen um das Thema Markt Screening mit dem Forex Screener. Ich werde ein paar Neuerungen zeigen, die wir gemacht haben. Ich werde ein paar Aussichten vorstellen, also was auf Sie zukommen wird mit dem Forex Screener in nächster Zeit. Und dann gehe ich natürlich sehr gerne auf die Fragen ein, die Sie haben. Die können Sie zwischendurch immer posten, können Sie immer stellen. Und dann werde ich auch noch mal explizit auf das Forex Screener Add-on eingehen, weil uns in letzter Zeit im Support öfter die Frage erreicht hat, wie das Forex Screener Add-on installiert werden kann, wie man es nutzt und so weiter. Und dann werden wir uns natürlich noch einige Filter zusammen ansehen und mal schauen, ob wir ein paar gute Setups am Markt finden können. Genau, dann legen wir mal los. Ich würde mich zuallererst vorstellen. Mein Name ist Manuel Lücke, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin mittlerweile jetzt schon seit knapp 10 Jahren in der Verbindung mit der Börse. Das hat bei mir angefangen als Werkstudent in einer Vermögensverwaltung, die ihr privates Kapital alleine gemanagt und ja, vermehrt hat mit einer Vielzahl von Handelssystemen. Da bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen. Eigentlich wollte ich nur Informatiker werden und kannte das Thema Börse auch noch gar nicht so wirklich. Das war, ja, war einfach gar nicht auf dem Radar. Und dann habe ich da die Möglichkeiten eben so gesehen und ja, kennengelernt, was am Markt eben so möglich ist, gerade auch im automatisierten Bereich. Sehr interessant und das hat mich natürlich gecatcht, so dass ich seitdem her immer in dem Bereich Börse drin bin. Ich bin größtenteils Entwickler und nebenher habe ich natürlich auch meine Systeme, die ich am Markt traden lasse und mache dann auch den diskretionären Handel immer mal, wenn ich Zeit habe. Und ja, nachdem ich in der Vermögensverwaltung gearbeitet habe, hatte ich mich mit einem Kollegen zusammengetan, mit dem ich zusammen auch eine Firma gegründet und groß gemacht habe in Berlin. Da ging es auch um das Thema automatisierten Börsenhandel. Da haben wir Systeme entwickelt und verkauft, teilweise eben Out-of-the-Box-Systeme, teilweise sehr individuelle Systeme, also auch Entwicklerdienstleistungen geleistet. Wenn jemand Bedarf hatte, ein individuell zugeschnittenes System zu haben, dann haben wir das für ihn angefertigt. Und ja, nach einiger Zeit hatte ich mich dann dazu entschlossen, meine Anteile der Firma zu verkaufen und meinen Fokus ja, auf den Forex-Screener eben komplett zu legen. Und seitdem ist es mein Herzensprojekt und darum soll es eben heute auch gehen, um den Forex-Screener. Ich würde Sie als erstes mal dazu aufrufen, damit ich mir mal einen Überblick leisten kann, wer den Forex-Screener schon kennt und wer ihn auch schon benutzt
Und wer neu ist, da können Sie einmal die Chat-Funktion in dem GoToMeeting nutzen. Schreiben Sie einfach eine 1 rein, wenn Sie neu sind. Oder schreiben Sie eine 2 rein, wenn Sie schon mal dabei gewesen sind, beziehungsweise wenn Sie den Fullscreener nutzen. Das hilft mir ein bisschen dazu, dass ich das Webinar ein bisschen interaktiver gestalten kann und vielleicht auch auf die Themen eingehe, die dann den größeren Bedarf haben. Weil wenn Sie jetzt alle schon mit Markttechnik, mit Marktscreening, meine ich, vertraut sind, dann brauchen wir die Basics vielleicht gar nicht so zu machen, sondern können uns dann das Thema sparen und auf die wichtigeren Themen eingehen. Ich gebe Ihnen mal einen Moment Zeit. Okay, also überwiegend. Also es gibt ein paar Leute, die hier schon mehrmals mit dabei sind oder die es nicht das erste Mal sind, aber überwiegend sind doch neue Kandidaten da. Deswegen würde ich sagen, mache ich mal eine faire Mischung. Wir behandeln das Thema Marktscreening auch nochmal von der Pike an. Und für die Leute, die jetzt nicht das erste Mal dabei sind, sie können natürlich drinnen bleiben. Es wird nicht nur darum gehen in diesem Webinar. Ich werde es versuchen, gut aufzuteilen. Genau. Dann machen wir erstmal den Theorieteil. Marktscreening, worum geht es bei dem Thema eigentlich? Und ich muss mal einen Moment noch mein Screenbrush einschalten. Das ist das Tool, damit ich für Sie ein paar Zeichnungen einzeichnen kann. Genau. Ja, Marktscreening. Beziehungsweise schauen wir uns erstmal so ein normales Marktverhalten an, wie das Ganze eben aussehen kann. Und das Ganze ist in der Grafik dargestellt. Wir haben unterschiedliche Marktphasen, wie der Markt sich bewegen kann. Und es sind immer wieder die gleichen Patterns zu erkennen. Also wenn Sie sich mehrere Charts angucken, dann werden Sie immer Ähnlichkeiten erkennen. Und zwar werden Sie sehen, es gibt solche Seitwärtsphasen, da tritt der Markt in einer bestimmten Range. Und irgendwann wird der Markt immer in eine Richtung ausbrechen. Das sind dann sogenannte Breakout-Trades, die Sie dann machen können. Sie werden in dem Markt auch Elemente finden wie Widerstände. Das heißt, wenn der Markt in einen Trend läuft, dann wird es immer solche Korrekturen geben und die laufen dann zurück zu solchen Widerständen. Solche Widerstände, die finden Sie im Markt, die sehen Sie, das sind quasi Punkte, die öfter angelaufen werden und die werden in der Regel, nachdem sie sich einmal ausgeprägt haben, stehen die, also haben sie eine gewisse Signifikanz im Markt. Und wenn der Kurs weg davon gelaufen ist und irgendwann wieder dazu zurückkommt, dann wird er diesen Punkt auch wieder anlaufen und entsprechend daran abprallen. Sodass in dem Falle haben wir hier so einen Widerstand, der durch den Oberteil der Range entstanden ist. Der Markt bricht aus, läuft weit genug weg, kommt wieder zurück und nutzt das Ganze dann als Support in diesem Fall. Wenn der Kurs sich in so einer Range befindet, dann läuft es eben auch zwischen zwei so Widerständen, beziehungsweise zwischen einem Support und einem Widerstand. Und jetzt stellt sich immer die Frage für Sie, Sie müssen quasi wissen, was Sie brauchen, beziehungsweise wonach Sie suchen. Es bringt für Sie nichts, wenn Sie sich den Chart anschauen und Sie sind inmitten einer Range, inmitten eines Trends beispielsweise oder inmitten einer Range, sondern es gibt eben Punkte im Markt, wo Sie gewisse Vorteile haben, wenn Sie einsteigen. Wenn Sie zum Beispiel in einen Trend einsteigen wollen, dann empfiehlt es sich, dass Sie sich so eine Art Widerstand suchen, wo Sie dann eben long gehen können. Und wenn Sie zum Beispiel in einer Art Range sind und Sie das wissen, dann können Sie eben anhand eines Widerstandes eben auch einen Short Trade eingehen. Und jetzt ist es aber sehr schwer, in diesem Fall alle Märkte zu beobachten, alle Märkte zu beobachten gleichzeitig und dann zu sehen, welcher Markt befindet sich denn jetzt eigentlich gerade an einem Widerstand oder welcher Markt befindet sich dann gerade in einem Trend oder welcher Markt befindet sich gerade in einem Trend, ist aber genau überlaufen, sodass ich vielleicht in die Korrektur einsteigen kann. Und damit Sie das nicht alleine komplett beobachten müssen, schaffen Sie auch gar nicht, das geht ja gar nicht.
Dafür gibt es eben eine Marktscreening-Software, die wir für Sie entwickelt haben, und das Ganze nennt sich ForexScreener. Ich gehe mal weiter in die Folie. Mit so einer Marktscreening-Software, die löst eben solche Probleme, dass Sie nicht mehr tausende Assets gleichzeitig überwachen müssen. Dann können Sie einfach gewisse Kriterien in so eine Software hineingeben und Sie erhalten Ergebnisse, die Ihnen dann ausgespuckt werden. Und solche Ergebnisse sind im Idealfall Trading-Setups für Sie. Das heißt, Sie können auch nach Assets suchen, im besten Fall, die eben sehr überhitzt gelaufen sind oder die gerade einfach sich an einem Widerstand befinden. Oder dann haben Sie ja vielleicht auch das Problem, dass die Volatilität eben nicht hoch ist, wenn Sie gerade nach dem Feierabend nach Hause kommen und jetzt traden wollen. Vielleicht ist das gerade einfach der falsche Zeitpunkt für den Markt, den Sie jetzt so offen haben. Und wir haben beispielsweise Filter, mit denen können Sie eben schauen, in welchem Markt haben Sie dann gerade ein extrem hohes Momentum. Und das sind ja die interessanten Märkte für Sie. Sie wollen ja keinen Markt handeln, der rumdümpelt, weil Sie Bewegung brauchen, damit Sie am Markt Geld verdienen müssen. Gehen Sie in eine Position ein, der Kurs bewegt sich nicht, verdienen Sie eben kein Geld, verlieren natürlich auch kein Geld, ist ja auch nicht schlecht. Aber wir wollen ja im besten Falle Profite erwirtschaften. Von daher macht es eben immer Sinn, Märkte zu finden, die an einem Widerstand sind und im besten Falle diesen Widerstand auch mit einer gewissen Volatilität erreicht haben. Und die Lösungsfolie, die habe ich jetzt gerade schon mal ein bisschen ja, vorweggenommen, sage ich mal. Die können wir jetzt vielleicht mal überspringen. Und ich zeige Ihnen mal ein paar Setups, die Sie finden können. Und zwar haben wir hier auf dieser Folie einen Ausschnitt von einem Chart. Und wir sehen jetzt hier mal solche Lücken in den Kursen. Und diese Lücken, die entstehen übers Wochenende, weil der Markt am Freitag eben zumacht zu diesem Kurs jetzt hier. Und wenn er dann am Montag öffnet, dann öffnet er eben nicht an der gleichen Stelle, wo er geschlossen hat, sondern öffnet versetzt. Und das nennen wir dann eben so eine Gap bzw. Kurslücke. Und eine Handelsstrategie kann es eben sein, dass Sie sagen, wenn der Markt öffnet und wir haben eine Gap, die jetzt so groß genug ist, dass wir dann in die Richtung der Gap eine Position eröffnen, damit der Markt die Lücke schließt. Also das ist so ein gewisses Verhalten, was man eben öfter beobachten kann. Der Markt macht hier eine Gap, macht auf und dann schließt er diese Lücke. Das passiert natürlich nicht jedes Mal, sondern also man hat eben nie eine hundertprozentige Trefferwahrscheinlichkeit, aber man kann dieses Verhalten sehr oft sehen. Und die Sache ist jetzt, wenn der Markt am Montag öffnet oder am Sonntagabend und Sie haben jetzt 300 bis 400 Assets, dann können Sie die ja nicht alle einfach durchklicken und dann vielleicht nach 2 Stunden fertig zu sein und dann ja, haben Sie ein oder zwei Trades gefunden, sondern Sie wollen ja im besten Falle per Knopfdruck einfach die beste Gap-Trading-Möglichkeit finden, die Sie jetzt bekommen können. Und das können Sie eben mit wenigen Mausklicks machen, wenn Sie eine Screening-Software benutzen. Das wäre jetzt mal ein so ein Beispiel. Das können wir uns dann gleich auch noch live im Markt angucken. Und ich würde Ihnen gerne mal noch zwei weitere Trading-Setups vorstellen, die Sie so finden können mit einer Trading-Software zum Beispiel. Geht es da um Fibonacci Trading, also Fibonacci, für die, die es nicht kennen, das sind quasi so, also wenn Sie jetzt eine Range haben vom Low zum High, dann können Sie das quasi prozentual einteilen, denn hier wäre eben so diese 50% Range, ne, die Hälfte von der ganzen Range, die es gelaufen ist. Und an bestimmten Zahlen bzw. Punkten, das wäre einmal hier die 38er Marke und dann haben Sie eben auch einmal die 61er Marke. Wenn die angelaufen werden, dann gelten die auch öfter als Widerstand. Und dementsprechend, wenn der Kurs an solch eine Marke kommt, dann prallt er eben ab. Und dementsprechend wäre so ein 38er-Level ein guter Einstiegspunkt,
um in diesem Falle jetzt ein Long Trade einzugehen. Der Markt, wie man sieht, ist an diesem Tag hier extrem weit nach oben gerannt. Am nächsten Tag korrigiert er und die Korrektur ist oftmals zu sehen, geht dann eben bis zu so einem Fibonacci-Level, in dem Fall ein 38er-Level und geht dann eben weiter in Richtung Trend. Das wäre jetzt noch ein zweites Beispiel. Das kann ich Ihnen danach gleich auch mal zeigen, wie Sie das finden können mit dem Foldscreener. Und hier gibt es noch ein drittes Beispiel. Hier geht es um eine andere Art von Widerstand. Und zwar, das sind hier eben sogenannte Preismarken. Also in dem Fall haben wir hier eine 100, hier haben wir eine Aktie. Und hier haben wir eben das 100er Level. In diesem Fall wäre unsere Preismarke immer bei, also die nächste zum Beispiel bei, sagen wir mal, 90, ja, oder bei 99. Und man kann eben sehen, dass an solchen vollen Preismarken der Kurs auch die Tendenz hat, ja, abzuprallen. Das heißt quasi, wenn Sie den Screener, einen Screener benutzen und Sie suchen nach Assets, die sich gerade an so einer Preismarke befinden, dann finden Sie für sich entsprechend auch Einstiegspunkte. Und wenn Sie das genau zu diesem Zeitpunkt gemacht haben, dann wissen Sie, ah, okay, der Kurs kommt jetzt von oben, der Kurs sieht überwiegend jetzt vielleicht auch long aus und hat bis hierhin korrigiert. Also ist es mir das wert, ein Long Trade eben einzugehen. Und mein Stop Loss könnte ich dann eben einfach hier drunter positionieren. Genau. Dann habe ich hier noch eine kleine Übersichtsfolie für Sie, um einfach mal zu zeigen, was Sie denn alles an Setups finden können, wenn Sie einen Screener nutzen, speziell natürlich den Full Screener nutzen. Und hier sieht man eben schon, hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, nach RSI zu filtern. Also wenn der RSI-Wert über 80 ist, da wollen Sie sich alle Symbole anzeigen lassen, dann finden Sie entsprechend alle Symbole, die sehr überhitzt sind gerade am Markt. Dann haben Sie vielleicht, wie wir gerade eben schon besprochen haben, Kurse, die sich dicht an so einer Preismarke befinden, weil Sie das gerne handeln wollen als Widerstand. Und dann können Sie auch Gap-Trading-Setups handeln. Sie können sich Symbole anzeigen lassen, die eine extrem hohe Tagesveränderung haben. Manche von Ihnen handeln vielleicht auch nach Bollinger-Bändern. Da haben Sie dann Kerzen, die sich außerhalb des Bollinger-Bandes befinden, um das Ganze als ja, hohes Momentum zu sehen und dann entsprechend in die andere Richtung zu handeln. Sie können handeln nach SMA-Crosses. Das ist natürlich ja, bei vielen Tradern beliebt, die sich vielleicht mit den SMAs beschäftigt haben. Und als letztes, was hier auf der Folie als großer Punkt steht, das sind hier so Candle- und Chart-Formationen. Das ist natürlich so die Königsklasse, sage ich mal. Da haben wir auch schon eine Chart-Formation, das W-Pattern, beziehungsweise Doppel-Top oder Doppel-Bottom. Und dann kann man entsprechende Chart-Patterns eben finden oder auch Candle-Patterns wie Doji-Kerzen oder Hammer-Formationen. Und genau, dann haben Sie einfach eine extrem hohe Auswahl an Setups, die Sie für sich finden können. Und ich werde Ihnen am besten mal im nächsten Schritt einfach zeigen, wie das Ganze dann für Sie aussieht. Und zwar haben wir hier einmal den Screener geöffnet. Das ist jetzt der Foldscreener. Und man sieht hier in diesem Bereich eine Vielzahl von Filtern, die wir jetzt haben. Ja? Also ein Filter sieht jetzt entsprechend so aus. Da haben Sie, wenn Sie raufklicken, eine Auswahl von Optionen, die Sie treffen können. Und zwar können Sie hier sagen, Sie möchten gerne nach Assets-Kategorien filtern, und zwar Forex. Das heißt, Sie wollen sich gerne alles anzeigen lassen, was im Bereich Forex zu finden ist. Dann haben Sie hier einen Filter mit Zeitintervallen. Da können Sie sagen, Sie wollen sich gerne alle Forex-Paare zeigen lassen, die auf dem Intervall M15 sind. Und dann könnten Sie zusätzlich auch sagen, Sie möchten sich gerne alles anzeigen lassen, was einen höheren RSI-Wert als 80 hat. Und diese ganze Kombination, die ich jetzt angegeben habe, heißt quasi, zeigt mir alle Assets an, die ein Foldscreener sind, die auf dem Intervall M15 sind und die einen höheren RSI-Wert als 80 haben.
Und unten haben wir einen Ergebnisbereich. Der zeigt uns jetzt gerade an, dass im Markt von keinem Symbol dieses Kriterium erfüllt wird. Weswegen ich jetzt mal vorschlagen würde, wir können den RSI-Wert auch mal ein bisschen herabsetzen, einfach mal auf 70. Und dann haben wir hier genau ein Ergebnis gefunden. Das ist hier der Great Britain Pound versus dänische Krone. Und man kann jetzt eben im Screener erkennen, dass man einen RSI-Wert von 77,33 hat. Und das Ganze ist auf dem Zeitintervall M15 auch zu sehen. Dann haben wir hier den Chart als Thumbnail sozusagen. Da können wir dann auch einfach mal durchklicken und uns das Ganze auf höheren Zeitintervallen anschauen. Ja. Und wir haben hier immer zusätzlich noch die Informationen in dieser Kachel, die uns angezeigt wird. Vom Aas-Kurs, Bit-Kurs und dann noch die Tages- bis Monatsveränderungen. Und wenn wir mehrere Filter jetzt ausgewählt haben, dann werden die uns alle nacheinander hier unten angezeigt in dieser Karte. Und ich kann uns ja mal dieses Symbol auch einfach mal im MetaTrader öffnen. Das habe ich jetzt gemacht, indem ich einfach hier einmal aufgeklickt habe und Sie bekommen dann eben die Meldung, Chart erfolgreich geöffnet. Dann wird uns dieses Symbol im MetaTrader automatisch angezeigt. So, dann sehen wir hier oben, haben wir den GBP, dänische Krone, auf M15 schon geöffnet. Und hier unten wird uns der RSI eingezeichnet, der ist über der 70er-Marke. Und hier kann man jetzt eben schauen, in der Großwetterlage, ob wir uns vielleicht gerade an einem guten Widerstand befinden oder ob uns das Ganze jetzt eine gute Einstiegsmöglichkeit bieten würde. Ja? Und in dem Falle muss man sagen, es sieht so aus, als würde hier jetzt so ein bisschen eine kleine Konsolidierungsphase eintreten. Heißt gerade, die Kaufkraft wird einfach so ein bisschen rausgenommen. Der Kurs könnte vielleicht ein bisschen korrigieren. Aber auf der Großwetterlage ist das Ganze jetzt für mich noch kein guter Einstiegspunkt. Ich kann Ihnen einmal anzeigen, was ich als guten Einstiegspunkt halten würde. Das wäre jetzt vielleicht so diese Linie, beziehungsweise einfach diese Range hier. Da sieht man eben, dass der Kurs schon öfter daran so abgeprallt ist. Ja. Und wenn wir dieses Pattern eben ein bisschen weiter oben versetzt haben würden, also wenn dieses Pattern einfach hier jetzt stattfinden würde, dann würde ich sagen, können wir einfach in Richtung Short einen Trade riskieren und unseren Stop-Loss eben entsprechend ja, oben überhalb dieses Widerstandes festlegen mit ausreichend Platz, sodass dort, wenn der Kurs eben mal rüber spiket, man kennt es ja, dass wir nicht direkt unsere Position verlieren und dann entsprechend der Kurs vielleicht wieder fallen wird. So, das wäre jetzt immer so ein typisches Beispiel. Und da ich ein Experte darin bin, die Fragen immer zu vergessen und zum Ende zu beantworten, würde ich jetzt zwischendurch mal auf die Fragen eingehen und Sie auch dazu aufrufen, falls Sie Fragen haben, können Sie die jetzt gerne mal stellen. Sehr gut, ich wollte dich gerade darauf aufmerksam machen. Ja, vielen Dank. Genau, hier eine Frage. Findet der Screener auch waagerechte Support- und Resistance-Linien oder Bereiche? Also er findet auch Support- und Resistance-Linien. Das kann ich eben gleich auch mal zeigen mit einem anderen Screener. Und zwar, oder um die Frage mal anders anzugehen. Es gibt ja eben verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Ihre Strategie umsetzen. Jeder hat ja seine eigene Strategie. Ob Sie jetzt Gaps handeln oder ob Sie jetzt SMA-Crosses handeln. Oder eine sehr beliebte Strategie ist es eben, an solchen Widerständen einzusteigen. Und solche Widerstände, die finden Sie eben ja, durch unterschiedliche Filter-Setups. Ich kann Ihnen ja mal zeigen, welche Filter Sie jetzt beispielsweise nutzen können, damit Sie
einen Widerstand finden, beziehungsweise Assets finden, die sich gerade an einem Widerstand befinden. Also da hätten wir einmal zum Beispiel diesen Distanz zur nächsten Preismarke-Filter. Das sagt dann quasi aus, die Distanz des aktuellen Kurses soll sich dichter als 0,1%, also in Bezug auf den aktuellen Kurs quasi, an dieser Preismarke befinden. Und dann werden uns hier unten die ganzen Ergebnisse angezeigt. Uns fällt jetzt hier auf, dass wir den Singapur JPY, der kommt eben öfter jetzt gerade vor. Das liegt einfach daran, dass jedes Asset quasi betrachtet wird als Asset mit Kombination des Zeitintervalls. Also ein Asset auf M1 ist zum Beispiel, wird als ein Asset gesehen. Und wenn das für die anderen Zeitintervalle auch zutrifft, dieses Kriterium, dann wird uns das auch mit angezeigt. Wenn Sie sagen wollen, Sie wollen sich eben aber nur anzeigen lassen auf dem Zeitintervall M5 beispielsweise, dann können Sie das hier oben einfach mit auswählen und dann werden die Ergebnisse weiter eingegrenzt. So, und dann könnte man hier eben jetzt mal schauen, hier haben wir den Ask bzw. Bitkurs bei der 81er Preismarke. Und hier sieht man es eben schon, ne? Also die dunkelblaue Linie, die wird jetzt gerade eingezeichnet oder ist schon eingezeichnet worden an der 81. Und man kann schon sehen, dass der Kurs genau an dieser Linie eben so ein bisschen struggelt. Also er kommt immer ran, prallt dann ab. Er kommt wieder ran, prallt dann wieder ab. Hier ist er rangekommen, runtergestoßen, hat nach oben korrigiert und ist dann quasi nach unten weggebrochen. Also er hat diesmal einfach genug Verkaufskraft gehabt, dass er nicht nochmal daran abprallt und wieder weggeht, sondern er ist eben komplett durchgestoßen und hat sich jetzt von unten wieder angenähert. Und um jetzt ja, die Frage der Fragen zu beantworten, sollte man hier vielleicht einen Short-Einstieg riskieren, ob man es jetzt machen kann? Da würde ich immer empfehlen, sich den Chart auf höheren Zeitintervallen anzuschauen. Heißt quasi, man kann jetzt hier schauen, auf dem H4-Zeitintervall oder D1. Man sieht eben, ja, der Kurs, der ist jetzt hier schon ein ganzes Stück auf dem Tageszeitintervall gelaufen, ohne mal so eine richtige Korrektur halt wieder zu machen. Ne? Also es wäre schon denkbar, dass der Kurs vielleicht einfach mal bis hierhin wieder korrigiert und dann weiter nach oben läuft. Aber wenn wir uns das auf dem kleineren Zeitintervall angucken, also wenn wir jetzt auf M15 beispielsweise einen Trade machen wollen, dann sollten wir uns unsere Entscheidung jetzt auch nicht von dem D1-Zeitintervall abhängig machen, weil wir, also die Dimensionen, die sind einfach zu weit auseinander. So, wenn ich, ja, wenn ich mir das jetzt so angucken würde, dann würde ich, Moment, ja, dann ist es halt nicht so eine klare Linie. Also es sieht eben auf H1 so aus wie schon so ein intakter Aufwärtstrend einfach, der jetzt hier in so eine Art Konsolidierungsphase geraten ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er hier einfach auch weiter wieder nach oben laufen wird. Also ich würde an der Stelle keinen Short Trade eingehen, weil man hat hier einfach ja, zu wenig Sicherheit, sage ich mal, dass der Kurs jetzt das einfach als Widerstand nutzen würde. Und das müssen Sie dann von dem Chartbild insgesamt einfach so ein bisschen abhängig machen. Also Sie könnten, wenn Sie jetzt hier Short handeln wollen, den Stop, den würde ich auf jeden Fall hier umsetzen, aber dann wäre das Risiko ja, in keinem guten Verhältnis zu dem Take Profit. Also das Take Profit würde ich vielleicht ja, in dem Bereich hier unten, wo der Kurs hier läuft, eben sehen. Und das ist dann eben außerverhältnismäßig. Also in dem Fall würde ich sagen, würde ich keinen Trade eingehen. Genau. Aber das ist jetzt schon wieder ein bisschen ausgeartet von den Fragen. Ich gehe mal wieder zurück auf die Fragen und zeige Ihnen vielleicht danach noch weitere Bereiche, die Sie eben mit den Filtern finden können. Oder eben Marken und Widerstände. So, hier ist die Frage, gibt es die Pro-Filter bei FX Flat auch umsonst oder muss man dafür zahlen?
Für die Leute, die es nicht kennen, also wir haben ja unten so eine kleine Mini-Legende, sage ich mal, ne? Da steht Pro-Filter und es weist darauf hin, dass die Filter, die als rosa quasi so markiert sind, das sind besondere Filter. Das sind die sogenannten Pro-Filter und die kommen von dem Einfluss von dem Herrn Ogan-Kuyas, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Und zwar hat er uns quasi mitgeteilt, er handelt nach, also er möchte gerne diese Filter haben, weil er das ja, als sinnvoll erachtet und danach handelt. Und die Filter, die haben Sie in dem normalen Kubrick-Screener-Setup, wenn Sie sich den Zugang erstellen lassen, eben nicht mit dabei. Sie müssen aber nur einen Haken setzen. Ich kann Ihnen das einfach mal zeigen. Das ist gar keine große Sache. Und zwar müssen Sie einfach anhaken, dass die Pro-Filter mit dabei haben wollen. Und dann sind die auch gratis mit dabei. Also da müssen Sie gar nicht für bezahlen. Generell für Sie als FX-Fab-Kunde müssen Sie nicht dafür bezahlen für einen Zugang. Ich habe hier mal die Seite aufgemacht. Sie kommen unter forex-screener.de/registrieren oder gehen einfach in dem Menü auf den Punkt Registrieren auf die Seite und dann können Sie hier auswählen, dass Sie entsprechend bei FX-Flat oder bei CapTrader sind, was zur Folge hat, dass Sie den Zugang zum Forex-Screener komplett gratis bekommen. Sie müssen wirklich nichts bezahlen und Sie, das Einzige, was Sie machen müssen, damit Sie FX-Flat Bescheid geben, Sie tragen Ihre persönlichen Daten einfach ein, Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Kontonummer von Ihrem Trading-Konto, damit FXBlad zuordnen kann, ja, die Person ist wirklich Kunde bei uns und kann sie entsprechend freischalten. Die Pro-Filter, die können Sie aktivieren, indem Sie hier einfach den Haken setzen, die Pro-Filter. Und dann werden Sie die kostenlos miterhalten. Also das ist kein Problem, da müssen Sie nichts für bezahlen. Dann kam hier die Frage, ob der Login für den Screener jetzt gerade nicht funktioniert. Also der Screener, der funktioniert gerade ganz normal. Da müssen Sie vielleicht mal Ihren Browser neu starten oder ja, vielleicht den Browser nochmal schließen und öffnen und dann versuchen Sie es einfach nochmal. Da haben wir gerade keine Probleme. Genau. Ja, dann gibt es erstmal keine weiteren Fragen. Falls Sie welche haben, einfach zwischendurch stellen. Und ich würde Ihnen jetzt vielleicht noch ein paar Filter vorstellen. Und zwar war ja die erste Frage nach den Widerständen, wie man die finden kann. Und ich würde Ihnen darauf ein bisschen weiter eingehen und Ihnen noch weitere Widerstandsfilter vorstellen. Und zwar, ich bin immer Fan von der Asset-Kategorie Forex. Das ist einfach so ein bisschen mein Steckenpferd. Und deswegen habe ich das immer in meiner Filterauswahl mit drinne. Und dann können wir eben mal schauen nach weiteren, ja, das sind dann meistens so Distanzfilter. Hier haben wir zum Beispiel eine Gruppe, die können Sie aufklappen. Und hier verbergen sich mehrere Filter dahinter nach ja, Distanz zum High-Low vom aktuellen Tag beispielsweise oder vom Vortag. Da können wir mal schauen, ob wir was finden, was dicht an einem Hoch vom Vortag dran ist. Und das Ganze dann entsprechend analysieren. Genau, dann nehmen wir einfach mal das erste Beispiel. So, dann haben wir den Chart geöffnet und wir sehen, dass hier eine orangefarbene Linie eingezeichnet wird. Das ist die Linie, die das Vortagshoch markiert. Das Vortagshoch, das wird hier gemacht. Sie können eben anhand der gestrichelten Linie hier sehen, dass hier der neue Tag beginnt. Und hier war entsprechend das Hoch vom Vortag gewesen und die blaue Linie, die auch mit eingezeichnet wird, ist entsprechend das Tief vom Vortag. So, jetzt sind wir an dem Tag, haben so eine Performance hingelegt und wir haben jetzt gerade eben ein Asset gefunden, welches sehr dicht an so einem Widerstand sich befindet. Jetzt kann man eben mal schauen, ob es sich
dabei nur um ein, ich sag mal, um ein einmaliges Tageshoch handelt von gestern oder ob es sich dabei vielleicht um einen Widerstand handelt, der schon öfter angelaufen wird und entsprechend signifikant ist. Man kann hier sehen, dass das schon mal ein Tageshoch war entsprechend, ja. Und hier kann man eben sehen, an dem Tag gab es hier auch schon mal ja, so eine Range. Also man kann hier sagen, das ist hier schon so eine Art Range, die sich hier gebildet hat. Und wenn man sich das ja jetzt auf dem H1-Chart so ansieht, dann ist es ja schon so ein intakter Aufwärtstrend, würde ich mal sagen. Das heißt quasi, wir sind jetzt schon über den Widerstand rübergelaufen. Und wenn man jetzt sich hier befindet, dann könnte man schon schauen, ob man hier einsteigen kann. Und ich würde das Ganze eben nur machen, wenn wir so eine Art Trigger haben. Also ich würde jetzt nicht auch blind darauf vertrauen, dass wir einfach blind long gehen an der Stelle, nur weil wir an dem Widerstand sind, sondern wir sollten darauf warten, dass wir einen Trigger haben, der dann eben so aussieht, dass man zum Beispiel einen Hammer hat, der so aussieht oder der so aussieht. Und wenn der Kurs jetzt einmal so runterziehen würde und wieder hochgehen würde und über diesen Widerstand schließt, dann wäre das jetzt so ein Anzeichen, wo ich sagen würde, ja, das kann man auf jeden Fall long handeln. Da haben wir jetzt natürlich nur das Problem, das dauert halt seine Zeit, bis der Kurs, also bis der Markt jetzt seine 5-Minuten-Candles jetzt erstmal abgearbeitet hat. Und ich schaue mir das vielleicht auch auf dem M15 immer mal an, aber man kann schon sehen, hier gibt es schon so eine kleine Rejection. Also er zieht jetzt nicht als glatter Kurs oder glatte Candle so runter. Und ich würde es schon so ein bisschen davon abhängig machen, wie es dann um 18:45 Uhr quasi aussieht. Also die Candle, die hat ja jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Und wenn sie dann so aussieht, dass sie eben einen langen Docht hat, aber dementsprechend schon in der Nähe hier schließt, dann ist das ein potenzieller Long Trade. Und man kann hier in die Richtung reingehen und sollte den Stop Loss dann eben entsprechend ja, außerhalb der Range im besten Falle setzen. Und muss sich in der Großwetterlage dann mal anschauen, wo hier das nächste potenzielle Target ist, einfach, ja. Also das wäre dann spätestens natürlich hier oben, aber das wäre auch schon ja eine gute Strecke, die der Kurs dann laufen würde, ne? Der würde dann natürlich nicht glatt so durchziehen, sondern wahrscheinlich einfach so laufen. Genau. So, dann würde ich noch mal ein Thema ansprechen, wo wir sehr viel Nachfrage erhalten hatten. Und zwar, das ist das Thema des Foolscreener Add-on. Weil Sie haben ja jetzt schon gesehen, wenn ich hier den Screener benutze und ich möchte mir zum Beispiel alles anzeigen lassen, was ein SMA-Cross hat, kann ich hier oben die Suchfunktion nutzen und hier einfach mal schauen, letzter SMA-Cross vor einer Kerze. Gucken wir mal, ob hier was gefunden wurde. US-Dollar, türkische Lire. Das Ganze wird mir eingezeichnet und ohne, dass ich jetzt im MetaTrader erstmal das richtige Asset auf dem richtigen Zeitintervall auswählen musste und noch die beiden SMAs auswählen musste, wurde mir das schon komplett automatisch geöffnet. Und das liegt an dem Add-on, welches im Hintergrund läuft. Das kann man hier oben in der Ecke sehen. Ein Add-on ist quasi ja, so eine Art Plugin oder Zusatzsoftware, die Sie im MetaTrader installieren müssen. Und ich würde Ihnen einmal zeigen, wie das Ganze funktioniert, damit Sie das auch für sich nutzen können. So, dann ich hier mal kurz auf einen Server gehen und mache hier mal ein den Chrome-Browser vielleicht mal auf und würde Ihnen mal die ganze Installation zeigen quasi. Dann gehen Sie auf unsere Seite, forex-screener.de und in unserem Menü gibt es hier den Punkt FS-Add-on. Das Forex-Screener-Add-on ist auch komplett umsonst, das haben Sie quasi mit dabei.
Auf der Seite des Add-ons finden Sie nochmal ein Erklärvideo. Das sagt Ihnen quasi genau das, was ich Ihnen gerade schon gesagt habe. Und Sie können es für den MetaTrader jetzt einfach herunterladen. Da müssen Sie aussuchen, ob Sie den MetaTrader 5 nutzen oder den MetaTrader 4 noch in Verwendung haben. Für den MetaTrader 4 ist das Add-on leider nicht ganz so gut wie für den 5er, weil in dem MetaTrader 4 haben Sie nicht die Funktionalität gegeben, dass Indikatoren automatisch eingezeichnet werden können von dem MetaTrader, also von den Expert Advisern. Und deswegen empfehle ich Ihnen sehr stark, auf den MetaTrader 5 zu wechseln oder das Add-on dafür zu nutzen. Und wenn Sie das runtergeladen haben, dann haben Sie hier die Installationsdatei. Da könnte es eben sein, dass Windows sagt, ja, die Datei kommt von einem Hersteller, den wir nicht kennen. Das ist kein Problem. Also uns können Sie da auf jeden Fall vertrauen, dass wir Ihnen da keine Bösartigkeiten unterjubeln wollen und sagen, ja, Software ausführen. Und dann startet eben das Installationssetup. Da können Sie sich durchklicken, klicken hier auf Weiter, bekommen noch ein paar Informationen. Das ist alles nicht so wichtig, sage ich mal, ne? Hauptsache, Sie sind mit der Lizenzvereinbarung einverstanden und dann wird Ihnen hier angezeigt in diesem Fenster eine Liste von Ihren installierten MetaTradern, die Sie haben. Also in meinem Fall habe ich jetzt nur einen MetaTrader installiert und falls Sie mehrere haben, werden die hier alle aufgelistet. Und Sie können dann sich aussuchen, für welchen MetaTrader das Fullscreener-Addon installiert werden soll. Dann haken Sie das Ganze einfach an und klicken dann auf Weiter. Dann wird das Ganze installiert. So, das war's mit der Installation schon gewesen. Dann gehen Sie in Ihrem MetaTrader hinein, klicken hier einmal Rechtsklick auf Expert Advisor, Refresh und dann sehen Sie hier unter Advisor, Fullscreener Add-on ist jetzt installiert. Also Navigator-Fenster, Expert Advisors, Advisor, Fullscreener Add-on haben Sie. So, dann machen Sie dann einen Doppelklick drauf und jetzt kommt nochmal eine Stelle, da müssen Sie einfach eine Eingabe leisten und zwar haben Sie hier ein Feld, das heißt Input, also auf der Computer ist auf Englisch. Wenn Sie ein deutsches Betriebssystem haben, dann steht dort Eingaben und Ihnen wird, hier wird nach Ihrer E-Mail-Adresse gefragt für Ihren Fullscreener-Zugang sozusagen. Also das ist die gleiche E-Mail-Adresse, mit der Sie sich in den Fullscreener einloggen. So, und dann können Sie, einen Moment, ja, können Sie hier einfach Ihre E-Mail-Adresse eingeben. Ups, das war das falsche Zeichen. Ah, hier habe ich gerade Probleme. Das Ad-Zeichen, kleinen Moment. Das wäre jetzt quasi für den Fullscreener meine E-Mail-Adresse. Und dann haben Sie oben quasi, also es wird Ihnen angezeigt, dass es so grün ist und es wird Ihnen generell Fullscreener Add-on angezeigt und dann wissen Sie, okay, das läuft. So, wenn Sie jetzt zurückgehen in den Fullscreener und Sie wählen sich jetzt einfach einen Filter aus, zum Beispiel nehmen wir mal einfach den RSI, der über 80 ist. Und dann öffnen Sie das Ganze, dann wird Ihnen das jetzt automatisch gewechselt und geöffnet. Also der Chart wird Ihnen geswitcht auf das richtige Symbol, was Sie ausgewählt haben und Ihnen wird auch der Indikator entsprechend eingezeichnet. So, falls es dazu noch Fragen gibt, können Sie die jetzt gerne noch stellen. Ansonsten, falls Sie Probleme haben damit und Ihr MetaTrader noch nicht verbunden ist, dann können Sie auch einfach mal auf dieses Feld hier raufklicken und Ihnen wird angezeigt, wenn der MetaTrader nicht verbunden ist. Und wir haben dort auch nochmal eine Installationsanleitung hinterlegt, also in Form eines Videos. Das heißt quasi, da steht dann
Falls Sie Probleme haben, klicken Sie hier und dann kommen Sie zu einem Video. Da wird Ihnen das nochmal Step by Step erklärt. Falls Sie jetzt vielleicht auch nicht mitgekommen sind, dann können Sie sich das auch nochmal anschauen. Okay. Dann würde ich jetzt nochmal zurück in die Fragen gehen. Hier wird gefragt, ob das Add-on auch mit dem MetaTrader 4 funktioniert. Ja, das funktioniert. Wie gesagt, wird dort eben nur der Chart gewechselt, also Chart und richtige Zeiteinheit. Und die Indikatoren werden dort nicht eingezeichnet. Aber prinzipiell ja, das funktioniert. Okay. Dann ist die Frage, wie funktioniert die Installation unter Linux Ubuntu? Okay. Gehen wir aus, dass da jetzt das Add-on gemeint ist. Da müssen Sie mal schauen, ob Sie die Datei auch so ausführen können. Also ich habe das mit Linux Ubuntu noch nicht getestet, muss ich ehrlicherweise sagen. Das Setup ist jetzt jedoch so, es hinterlegt quasi nur eine Datei in der Ordnerstruktur. Und es ist quasi kein großes Problem, das manuell zu installieren. Wenn Sie die Datei nicht ausführen können, die Installationsdatei, dann schicken Sie einfach mal eine E-Mail an mail@fools-wiener.de und stellen Sie dort nochmal die Frage, dann kann ich Ihnen zeigen, per Anleitung mit kurzer Beschreibung, wie Sie das unter Ubuntu installieren können. Dann kam mir noch die Frage, ob der eigentliche Vogelscreener eine Webseite ist. Also der Vogelscreener ist quasi ein sehr komplexes System und Sie als Benutzer haben nur die Webseite. Also Sie sehen eben nur im Browser diese grafische Oberfläche und diese Oberfläche kommuniziert eben mit einem sogenannten Backend. Dort werden dann die ganzen Berechnungen gemacht. Dort werden dann quasi die Symbole rausgesucht, die die ganzen Kriterien haben, die Sie gerne, also die Sie festgelegt haben. Und das Filtern funktioniert in dem Backend und das Backend schickt dann eben die ganzen Ergebnisse an das sogenannte Frontend, welches Sie hier sehen. Genau. So, dann haben wir erstmal keine weiteren Fragen. Okay. Und dann würde ich vielleicht nochmal auf ja, die Aussichten vom Vogelscreener eingehen. Und zwar ist immer so ein bisschen die Frage, was Sie in nächster Zeit erwarten können. Wir haben gerade ein großes Feature in der Entwicklung. Und es handelt sich dabei um die Vogelscreener-Signale. Um das mal kurz zu erläutern, das wird ein Feature sein, womit Sie sagen können, für gewisse Filter oder Filter-Setups, immer dann, wenn die eintreten, also zum Beispiel immer dann, wenn das Bollinger Band überschritten wird, dann wollen Sie gerne benachrichtigt werden. Das ist so ein Benachrichtigungsfeature. Und das ist in der Umsetzung ein bisschen schwieriger, als man es sich so vielleicht vorstellen kann. Also Sie als Nicht-Entwickler können es vielleicht auch gar nicht so richtig einschätzen, aber als erfahrener Entwickler kann ich Ihnen sagen, wir sind gerade im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium und haben gerade den ersten Testzyklus. Und das ist auf jeden Fall ein sehr nettes Feature. Also wenn man mich fragt, eine Sache, die, ja, die für mich schon immer so gefehlt hat, auch als Trader, aber von der Umsetzung eben sehr, sehr schwierig. Das heißt quasi, wir werden da noch ein bisschen Zeit für brauchen. Das wird jetzt nicht in der nächsten Woche rauskommen. Aber ich denke, wir werden damit mit der Alpha-Version vielleicht im April schon an den Start gehen können. Und wir sind ja eben auch so ein bisschen Community gesteuert. Das heißt quasi, jeder von Ihnen kann auch seine Einflüsse gerne also kann seinen Einfluss gerne in den Vogelscreener mit hineinpacken, indem Sie uns einfach wissen lassen, was Sie gerne als Feature haben wollen. Und wir würden gerne mit einer kleinen Testgruppe dann auch erstmal starten. Und die Leute können das neue Feature dann nutzen, um das Ganze dann zu testen. Also da muss man damit rechnen, dass das Ganze natürlich nicht 1A von der Pike an funktioniert. Das ist dann halt ein Testzyklus.
mit mehreren Leuten. Vielleicht haben wir da eine Gruppe von 10 bis 15 Leuten. Und dann sollten Sie uns auch einfach eine kleine Auswertung dazu geben, wie gut diese ganze Vogelscreener-Signalgeschichte für Sie funktioniert hat. Ob Sie da vielleicht einfach zu viele Signale bekommen haben oder ob die Signale ein bisschen ja, zu ungenau für Sie waren und so weiter. Und falls Sie Interesse haben, dieses neue Feature zu testen, dann können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an mail@vogelscreener.de und dann sagen Sie dort drin einfach, dass Sie sich als Tester bewerben wollen. Und dann werden wir Sie in den Zyklus mit aufnehmen und Sie im April nochmal kontaktieren mit entsprechenden Anweisungen. Und genau, dann denke ich mal, dass wir so spätestens im Mai mit der ersten richtigen Public-Version online gehen können, wo jeder dann die Vogelscreener-Signale nutzen kann, damit sie quasi auch keinen Trade mehr verpassen werden. Weil aktuell ist es eben so, man hat schon den Vorteil, man muss jetzt nicht mehr alle Charts durchgucken. Das ist natürlich sehr gut. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel gerade auf Arbeit sind, dann haben Sie ja nicht die Möglichkeit, sich jetzt einzuloggen und dort eben Marktscreening zu betreiben. Ja? So, wenn Sie jetzt aber gerade in der Mittagspause sind und Ihnen wird per E-Mail jetzt der Trade des Jahres geschickt, ja, als Signal, weil Sie Ihr Filter-Setup entsprechend konfiguriert haben, dann werden Sie das halt nicht mehr verpassen und können das ja dann entsprechend zum Beispiel auch auf der MetaTrader-App auf dem iPhone zum Beispiel handeln. Die finde ich auch sehr angenehm und verpassen entsprechend einfach nichts mehr. Das ist natürlich eine sehr coole Geschichte. Also falls Sie da interessiert sind, dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail und dann können Sie in den Testzyklus mit aufgenommen werden. Genau. Ja, ansonsten bleibt mir natürlich noch zu sagen, der Vogelscreener ist kostenlos und exklusiv kostenlos für alle FX-Wert-Kunden. Das heißt quasi, wenn Sie nicht bei FX-Wert sind, dann können Sie den Vogelscreener mieten pro Monat. Aber falls Sie Trader sind bei FX-Flats, dann bekommen Sie den Zugang komplett kostenlos und können einfach auf unserer Webseite gehen, wie ich es Ihnen schon gezeigt habe, den Screener beantragen. Es kommen eben alle Kurse und Assets von FX-Flat. Das heißt, was Sie in dem Screener finden, das finden Sie in Ihrem MetaTrader dann auch genauso wieder. Sie haben ja in anderen Screenern zum Beispiel auch das Problem, Sie finden da vielleicht ein Trading-Setup und dann ja, ist das in Ihrem Broker aber gar nicht handelbar oder so eine Geschichte. Ne? Das kenne ich auf jeden Fall von meiner Vergangenheit und das sind genau die Probleme, die wir jetzt auch gelöst haben mit dem Vogelscreener. Also und durch die Exklusivität mit FXFlat. Das heißt quasi, gehen Sie einfach auf die Webseite und geben Ihre Daten an, dann bekommen Sie den Zugang kostenlos zugeschickt. Genau, dann ja, war es das an der Stelle auch schon. Ich glaube, jetzt macht es gerade nicht mehr so viel Sinn, noch nach neuen Trades zu suchen, da wir die jetzt hier nicht mehr eingehen können. Ja. Ich würde Sie nochmal aufrufen, falls Sie Fragen haben, können Sie gerne die jetzt noch stellen. Ansonsten können Sie auch entweder bei uns per E-Mail uns die Fragen zukommen lassen, forex-screener.de, mail@forex-screener.de. Und wir haben natürlich auch eine Facebook-Gruppe, die Sie beitreten können, wenn Sie einen Zugang zum Forex-Screener haben. Und wir haben auch eine Fanseite, die Sie auch abonnieren können, damit Sie keine News verpassen. Da posten wir ab und zu natürlich ein paar Trades, da posten wir Neuerungen und immer mal, wenn was ansteht, Termine anstehen, wie auch zum Beispiel dieses Webinar, dann werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie auch nichts verpassen. Und dann genau, bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Ja, ansonsten würde ich sagen, von meiner Seite war es das dann für heute gewesen. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass Sie wieder so zahlreich erschienen sind. Und wenn Sie weitere Wünsche haben für das nächste Webinar, was im nächsten Monat stattfinden wird, dann können Sie uns das natürlich auch gerne einfach zukommen lassen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank und bleiben Sie gesund. Passen Sie auf Ihre Position auf und bis zum nächsten Webinar.
Danke dir, Manuel, auf jeden Fall. Danke auch auf jeden Fall an die Teilnehmer im Namen von FX Flat, dass sie so zahlreich erschienen sind. Danke, Manuel. War ein cooles Webinar. Hat Spaß gemacht. Sehr informativ gewesen, auf jeden Fall. Und ich wünsche den Teilnehmern noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund und passen Sie wie immer auf Ihre Position auf. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, Ciao, ciao. Manuel. Ciao.